Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas. Und erst einmal ganz vielen herzlichen Dank für die ganzen Kommentare und dass euch das gefallen hat mit dem langen Part, mit dem extra langen Part. Und ich habe ein paar Namen bekommen, die ich an die Hunde verteilen werde. Es sind drei Namen und ja, die werde ich dann später den Hunden vergeben. Aber jetzt werde ich erstmal hier noch an dem Dach weitermachen. Ich habe schon mittlerweile, jetzt muss ich mal rauszoomen, ich habe mittlerweile schon hier zumindest das Gebäude nochmal um eins aufgestockt, habe dann die Bretter hier schon reingesetzt und ich habe die auch schon geschnitten, dass die nur noch halb so groß sind. Und von daher tätig sagen, mache ich weiter. Und ich bin so ein bisschen am Üben mit dem Erbauerglas. Ich finde nur, dass sich dieser Cursor sehr langsam bewegt, aber ist okay. Es gibt Schlimmeres. Es ist halt nur von der Kameraeinstellung. Ich kann halt nur bis zu einem bestimmten Punkt rüber scrollen und muss dann im Grunde abbrechen und wieder mich umstellen. Aber das ist ja auch kein Thema. So, ich bin halt einfach ein bisschen am Testen. Jo, das hat gepasst. Gut. Und hier kann ich es, glaube ich, nicht ansetzen, ne? Ah doch, das geht. Alles klar. So, dann stelle ich mich da hin. Jetzt habe ich nur keine mehr. Doch, einen habe ich noch. Ja gut, da wollte ich dann... Ja. Moment. Mal gucken, wie lang der Part heute wird. Aber die Parts werden auf jeden Fall nicht immer eine Stunde lang. Ihr wisst selber, ich plane ja immer eine halbe Stunde. Und manchmal wird es dann sowieso länger. Also von daher... Ups. Wäre ich fast runtergefallen. So, jetzt möchte ich aber auf jeden Fall erstmal das Dach hier fertig machen. Und mit dem Erbauerglas... Ich übe ein bisschen mit dem Erbauerglas. Manche Sachen könnte ich wahrscheinlich so schneller machen. Aber es funktioniert doch ganz, ganz gut. So. Euch kann ich, glaube ich, wegtun. Die da behalte ich mal noch. Dann brauche ich auf jeden Fall diese hier. Die Metall nehme ich nicht. Ich könnte... Na, ich habe da nur ein einziges. Warte mal, da könnte ich doch... Wo war es nochmal? Das ist zum Dingsen. Das ist da. So. Jo, lösche es. Das ist egal. Die Dinger löschen. Einfach mal auch nebenbei so ein kleines bisschen aufräumen, dass ich nicht allzu viel von dem ganzen Zeug in der Tasche rumschleppe. Die Türen kann ich zum Beispiel auch löschen jetzt erstmal. Da mache ich mir dann immer individuell die ich brauche. Die roten Türen, die werde ich wahrscheinlich eh nicht brauchen. Also weg damit. Da habe ich noch gelbe Lattenzäune. Das kann ich mal lassen. Meine Lieblingssäulen hier. Die finde ich irgendwie zu cool. So, aber das, was ich jetzt brauche, das sind die aufrechten und ich brauche, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich heute auch wieder vor, dass ich ein spezielles Gebäude baue mit euch. Ja, warum nicht die? Naja, wohl, ich möchte ein Dach da drauf machen. Ein Dach ist mir jetzt lieber hier auf dem Gebäude. Habe ich aber gar keine Dächer mehr einstecken, ne? Müsste ich mir bauen. Ist aber, glaube ich, auch nicht so... Naja, passt schon. Okay. Dann mache ich erstmal eine kleine Pause, weil es gerade Nacht wird. So. So, wenn man sich zu früh hinlegt, dann schläft er nicht gleich ein, ne? Na gut, aber es hat schon vom Timing her gerade so gepasst. So, ich brauche auf jeden Fall aufrechte oder senkrechte Säulen. Ja, streck dich. Und dann geht's weiter. Moment, da gehe ich in die Ego. In die Ego-Perspektive, weil ich glaube, das ist so okay. War das jetzt korrekt? Ja, das war korrekt. Drei habe ich noch, da muss ich halt nochmal welche herstellen. Ist ja nicht dramatisch. Wir haben ja unendlich Holz. So, jetzt muss ich sie nur gleich finden. Das ist das andere wieder. Da sind sie.
Ich glaube, 10 reichen. Und wenn ich jetzt schon da bin, würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal nach Dach. Und zwar, warte mal, die kann ich doch färben. Jo, die kann ich einfärben. Ich habe davon auch gar keine, weil ich die auch gelöscht habe, zum Glück. Weil sonst würde ich irgendwann wahnsinnig werden, wahrscheinlich. Aber Stein haben wir ja auch genug. So, ich mache jetzt mal hier 500, weil es sind oft mehr needed, als man denkt. Und da der Stein ja auch kostenlos ist, pfeift drauf. So, dann möchte ich von dem hier, muss ich mindestens... Warte mal, da mache ich 100. So, dann würde ich sagen, machen wir von den Fenstern hier... Machen wir 10, machen wir 20, machen wir 20. Und ob ich jetzt halt diese Giebel für oben brauche, weiß ich nicht, aber ich mache jetzt einfach mal 20 Stück und fertig. Vielleicht baue ich ja das Dach mal so ein kleines bisschen anders auf, das kann ja auch sein. So, und die Farbe für dieses Dach. Ah, wie mache ich das? Warum ist da neu? Die habe ich doch schon länger gehabt. Okay, und dieses Dach machen wir... Na, blau ist es ja schon, ne? Ach komm, wir lassen das blau und fertig. Ist egal. So. Dann müssen wir nur allerdings eine Füllung haben. Also hier wird... Moment, das muss ich jetzt mal probieren. Ne, so muss ich. So muss ich und dann müsste der hier... dachte ich es mir. Aber wenn ich nach oben drücke, dann ist es ja blöd. Warte mal. Ah, ist das doof, bitte. Weiter rüber gehen. Warte mal, kann ich das so? Ne, auch nicht, weil dann platziert es auch wieder unten hin. Ach man, komm. Setz es da hin. Bau es ab. So. Bauerglas. Probieren wir jetzt mal, wie das damit geht. Ob ich das damit hinkriege. Nein, der setzt es wieder da unten hin. Du kannst dies nicht dort platzieren. Warte mal, du musst das da mal wegschmeißen. Ne, der setzt es immer da unten hin. Da muss ich mir wahrscheinlich, so dumm wie es ist, eine Hilfe wieder schaffen. Achso, jetzt sagte ich, ich habe nur 49 Erde. Naja, ist egal. So, dann setze ich mir hier eine Hilfe her. Und dann müsste das nämlich auch mit dem Dach klappen. Jetzt ist nur die Frage, kann ich das dann jetzt mit dem Erbauerglas hier... Ja, das geht, allerdings ist es so rum. Naja, gut, es soll ja eigentlich auch so rum sein, ne? Dann mache ich das auch so und dann gehe ich da dran und mache das in die Richtung. Ich weiß nicht, wie lange baut. Oh, das hat sogar gepasst. Geh raus da, aus dem Ding. Müsste ich das eigentlich da noch hinsetzen? Jawohl. Und dann kann ich das so machen. So, und ich denke, wirklich mit dem Erbauerglas ist es auf jeden Fall schneller. Wenn ich das mache. Also wenn ich mehr mache, auf jeden Fall. Jetzt noch die hier und dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen schönen Dachrahmen. So, die setze ich natürlich um. Zack, so, da kann ich halt wieder schön in das Erbauerglas und kann dann den Stein hier zack weghauen. So, jetzt ist die Frage, jetzt bin ich zwar in dem Erbauerglas, Moment, ich stelle mich jetzt da mal in die Mitte. Wähle das Dach aus und jetzt müsste ich normalerweise hier, yes, ansetzen können ohne Probleme.
aber schon sehe ich nichts mehr, dann muss ich drehen und bis ich dann den Cursor hier wieder dran habe, dauert es. So. Jawohl, es funktioniert. Es funktioniert, es funktioniert. Ah. Ja, also Erbauerglas top, auf jeden Fall. Ich komme an Stellen hin, wo ich normalerweise nicht rankomme. Aber in dem Moment, wo ich ja drehen muss, muss ich den Cursor wieder nachziehen. Der bleibt nicht an der Stelle, wo er positioniert war, sondern positioniert an der Stelle vom Bildschirm. So. Zack. Und damit, yes, ist das hier. Dann kann ich das hier füllen mit was fülle ich denn das mit Holz? Wir haben so viel von diesen Holzblöcken auch. Wo seid ihr jetzt? Die da. So. Und das geht auf jeden Fall schneller als in der Ego-Perspektive. Wenn ich das jetzt noch machen könnte als Füllung, dass man sagen kann, ich setze einen an der einen Ecke an und ich mache einfach hier, ziehe einfach rüber und fülle quasi diesen Abschnitt. Das wäre halt genial. Ups. Achso. Ich möchte immer, wenn der dann ganz links ist, mit dem Cursor rüberziehen, aber ich bleibe an der Stelle mit dem Cursor. Naja, man kann sich an alles gewöhnen. So, da muss ich jetzt allerdings raus, dass ich mich da hochstellen kann. Und doch, das geht wirklich schnell. Auf jeden Fall. Also, da wird jetzt dann noch eine Schräge dran gesetzt. Und dann noch einmal gefüllt und dann mal schauen, ob das dann schon reicht. So, und im Grunde brauche ich jetzt dieses hier. Eigentlich egal, wo ich es hinsetze, ne? Das ist eh verkehrt rum. Gut. Halt, ich kann ja den Cursor da lassen, dann erstmal drehen. Weil vielleicht komme ich ja genau auch an der Stelle raus. Das probieren wir jetzt mal. Also Cursor angesetzt. Ich mache einmal hier diese Schräge. Dann, ups, dann drehen wir die Kamera. Ja, und dann komme ich so ziemlich genau da wieder raus. Okay, alles klar. Ich nehme alles zurück. Das ist ja dann eigentlich schon okay. Da komme ich sogar genau an der Stelle raus. So, leider muss ich da zumindest einen Rahmen füllen. So, und wir machen hier... Was machen wir denn hier? man kommt ja nicht wirklich hin, ne? Halt, Cursor lassen, drehen. Alles eine Übungssache. Myrod, wie bist du jetzt da hochgekommen? Ach so, klar, über die Treppe hier, ne? Logisch. So, wir brauchen natürlich noch ein paar. Wo seid ihr? Da. Machen wir mal, dass wir wieder welche haben. So. Dann, ach ja, das kann ich auch von oben machen, das ist ja egal. An die richtige Stelle hinstellen, ne, dann geht es da auch. Ein Bauerglas. Dann kann ich nämlich da noch die Säule draufsetzen. Zack. Und das ist schleppend. Okay. Yes, passt.
Ne, da oben mache ich nichts. Da oben mache ich nichts, da fülle ich jetzt einfach nur. Marot, du solltest verschwinden, sonst baue ich dich ein, ich sag's dir. Los, geh weg. Du magst nicht, hä? Bist heute rebellisch. Ah ja, die Steine schieben dich, die Hölzer schieben dich dann schon weg. Mal schauen, was er macht, wenn er jetzt dann am Ende ist. Dann muss er nach oben hüpfen. Okay, jetzt hat er die Schnauze voll gehabt. Gut, so. Jetzt weiß ich nicht, warum ich die Fenster gemacht habe, weil eigentlich möchte ich das ja so machen. Ups, das war eins zu weit. Nein! Das da will ich, bitte. So, und dann mache ich die mal so. So. Ah, nein. Verdammt. Oh Gott, wenn ich da jedes drehen wollen würde, das wäre heftig. Muss ich dann nur drehen. Verdammt. Ich wusste es, ich habe zu wenig. Ja, Moment. Ist schon wieder der nächste Tag, ne? Das ist übel. Na, raus da. Es ist schon heftig, muss ich sagen, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man hier am Basteln ist. Und ich darf jetzt nicht dann vergessen. Ich mache jetzt nur noch dieses Deck oben fertig. Und dann geht's eigentlich auch schon zu den Hunden. Ihr seht, wie das ruckelt hier. Aber ich will auf jeden Fall auch noch zum einen die Hunde benennen. Und zum anderen natürlich auch noch das eine Special-Gebäude bauen. Oder anfangen zumindest. Dass ich das nämlich auch noch in meiner Liste habe. So. Du kommst. Nicht du. Du kommst raus. So. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich genau hier anfangen, ne? Dass ich das wieder um eins versetzt habe quasi. So, das geht bis dahin. Das geht dann bis dorthin. Immer halt um eins weiter rein. So. Ah, ich denke, das schaut okay aus dann. Ja doch. Das passt. Mal ein schönes flaches Dach. Haben wir auch noch nicht gehabt. Also so in der Art zumindest nicht. Schaut dann gut aus. Yes. Wieder hoch konzentriert hier. Ja, das ist doch gut. Ich denke mal, von oben wird's. Ach so, ja, das ist mir Bauerglas Dingsbums. Ja, das ist doch okay. Das ist gut. Damit wäre dieses Gebäude fast fertig. Es sind natürlich noch einige Sachen zu tun, ganz klar. Also ich bin schon wieder am Verlieren. Warum? Gut. Dann ist
was. Komm. Hab ich gleich wieder voll hier. So, da muss natürlich noch ein bisschen Verzierung drumrum. Wir müssen natürlich noch ein bisschen Wege drumrum. Hier wollte ich ja eigentlich einen Gartenzaun machen. Aber okay, das lasse ich jetzt einfach mal. Jetzt einfach mal so stehen. Die Dächer, die stecke ich jetzt wieder ein. Die Säulen brauche ich nicht mehr. Ich brauche jetzt das Holz nicht. Die Dinger brauche ich jetzt auch erst einmal nicht. So, dann würde ich sagen, springen wir zu unseren Hundis. Und ich nehme es jetzt einfach der Reihenfolge so, wie ich es mir notiert habe. Und ich nehme sie immer den linken aus dem jeweiligen Gehege. Und genau, weil wir haben ja drei so Zäune drin. Das heißt, ich nehme immer von jedem Zaun immer den linken und den benenne ich um. Also ich weiß jetzt halt ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo welcher drin ist. Deswegen ist es jetzt halt einfach so, wie es dann kommt. So. Lesen, da haben wir Putzi drin. So. Halt. Handschuhe. Jawohl. So. Da müssen wir schreiben. Oh, benennen die sich automatisch um? Das muss ich jetzt halt auch mal schauen. Wo bist du? So, da muss ich ja, die muss ich ja umbenennen im Einwohnerverzeichnis, ne? Danke. Da streicheln muss man schon auch, ne, wenn er einem was bringt. Warte mal, habe ich da noch ein... Ich weiß, es ist mittlerweile schon zum Ablachen mit mir, weil ich halt immer nie weiß, habe ich jetzt ein Einwohnerverzeichnis einstecken oder nicht. Ich suche immer wieder danach. Wahrscheinlich ist es das, was ich da platziert habe. Oder ich schaue halt 10.000 Mal dran vorbei. Ich habe es einstecken, aber sehe es nicht. Das wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Aber ich denke, es geht jedem so. Da kann mir keiner erzählen, dass es einem nicht so geht. Das hat jeder das Problem wahrscheinlich. Oh! Ein rotes Ausrufezeichen. Da werden wir uns gleich drum kümmern. Jetzt hüpfen wir erst einmal hier hin. Zu den Gärten. So, aber das ist jetzt ja dann auch ein Quatsch, wenn ich das Ding hier abbaue. Das gefällt mir nicht. Dann mache ich es doch nochmal so. Warte mal, das war glaube ich... War das bei Deko? Verdammt. Heute Kopf leer. Naja gut, ich bin so ein kleines bisschen im Zeitdruck, weil dieser Part, den ich jetzt gerade aufnehme, den ihr jetzt gerade anschaut, den habe ich auch heute produziert, also am Samstag. Und da ist es. Einrichtung war es. Dann baue ich mir eben jetzt eins, das ist egal. Und das bleibt jetzt auch drin. So. Karte. Das Springen geht jetzt ein Glück schnell. Ich bin jetzt gespannt, was der Hämmerling von uns möchte, weil rotes Ausrufezeichen. Hm? Seltsam, seltsam. So, warum ich das auch brauche hier, ist ganz einfach. Ich weiß sonst nicht, welcher Hund da drin ist. So. Putzi, wo bist du? Lamm. Wegschicken. Kalb. Wegschicken. Und Küken. Wegschicken. So. Jo. So, wo war jetzt der Putzi? Halt nein, wir sind ja hier. Welpe, Max, Fraggle, weißes Honey, Putzi. So, du wirst umbenannt. Bitte gib einen Namen ein. Zu weit gesprungen. Doruno.
Okay, also Putzi heißt ab sofort Doruno. Und dann müsste normalerweise auch auf dem Schild hier Doruno stehen jetzt. Jo. Gut. Perfekto. So, dann. Next one. Who is this? Weißi. Alles klar. So. Weißi, wo bist du? Weißi wird umbenannt. Und zwar in... Sammy. So, mit Y. Ja, mit Y. Okay. Damit haben wir Sammy. Und hier im letzten lesen Kimba. Wo bist du? Kimba? Umbenennen. Und zwar in halt Noemi für Alice. So, damit haben wir... Oh, das passt glaube ich sogar, ne? Ich glaube, bei dir ist es dann der gleiche Hund, oder? Kannst ja mal mit in die Kommentare schreiben, Alice, ob dein Hund jetzt auch so aussieht. Oder... Ja, das sind ja eigentlich die gleichen. Ja. Die werde ich wahrscheinlich eh wegschicken. Fraggle, Max und Welpe. Könnte ich eigentlich... Also nicht wegschicken, um Gottes Willen. Umsiedeln. Und zwar auf... unser Boberland. Wir haben ja da 60 Plätze insgesamt Platz. Denen soll es da einfach mal gut gehen. Welpe umsiedeln. Overland. Achso, ist er ja schon. Oh Gott, umsiedeln. Overland, deswegen war es gelb. Ja, warum? Und Fraggle. Umbenennen. Nein, nicht umbenennen. Umsiedeln. Overland. Da tut es mir weh, irgendwie die wegzuschicken. Bei den anderen Viecher ist mir wurscht. Aber bei den Hunden, So. Wir haben zwar dann immer noch sehr viele Hunde hier, aber okay. Jo, wuff wuff, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder rüberkomme. So, die stecke ich ein. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Karte und gucken uns mal an, was Mr. Hammerling vor uns hat. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh, oder könnte, das fällt mir jetzt ja gerade ein, könnte es sein, dieses Wetterglas oder wie das heißt, oder Wetterdingsbums. So. Ah, zum einen können wir ihm Mini-Medaillen geben. Können wir das? Haben die Mini-Medaille dein Interesse geweckt? Gut zu wissen, dass wir ein gemeinsames Hobby haben. Ich bin nämlich ein begeisterter Sammler von Mini-Medaille-Tauschtausch gegen Rüschertal. Wenn ich nicht falsch liege, ist das doch der unvergleichliche Duft von Mini-Medaillen. Mal sehen. Du hast also 7 Mini-Medaillen dabei, wie ich sehe. Ich nehme mich doch gleich an mich, wenn ich darf. Schwupps, weg sind sie. Du hast mir 88 Medaillen gebracht, dafür soll dir mystische Melodien gehören. Oh, schön. Erwachter Lebensgeist. Wer mit der Leidenschaft spielt. Schreinmelodie. Prima, du hast mir 90 Medaillen gebracht. Dafür zeige ich dir, wie man Flüssigmetallschwerter herstellt. Flüssigmetallschwerter. Cool. Bisher hast du mir 90 Mini-Medaillen gebracht. Ja, das sind alle, oder? Eureka, Bauwasland, eine neue Anleitung. Ja, das ist jetzt das Flüssigmetallschwert. Eine Klinge geschmiedet aus dem erhärteten Glibber eines unglücklichen Schleims. Angriff 112.
Ja, meine Klinge gebe ich trotzdem nicht her, die hat mehr Schaden. Okay, Mini-Medaillen haben wir jetzt keine mehr, ne? Glaube ich. Ah, genau, da können wir jetzt halt noch Sachen freischalten. Hier, so, gehen wir mal ganz nach unten. Achso, das haben wir schon. Also wir haben alles fertig. Mini-Medaillen abgeschlossen, damit abgehakt. Perfekt, so, dann reden wir mal mit dir. Es ist großartig, dich zu sehen, Baubers. Ich nehme an, dieser Bauerklaas hat sich in unverzichtbares Werkzeug erwiesen. Wenn dir noch nicht klar geworden ist, wie nützlich es ist, dann solltest du es direkt in die Hand und Hand nehmen und losbauen. Kein Grund mir zu deiner danken. Ich könnte mir kein größeres Zeichen der Dankbarkeit vorstellen als deine Bauten. Naja, die Bauten und Mini-Medaillen. Aber weißt du, was ich mit den Jahren wirklich schätzen gelernt habe? Das Wetter. Wenn es aus Eimern schüttet, vermisst man die Sonne erst so richtig. Wäre es nicht toll, wenn man das Wetter nach Lieben beeinflussen könnte? Nun, jetzt ist es möglich. Natürlich funktioniert es nicht überall. Nimm dir einen Moment Zeit und zieh dir Zauberwerkbank an. Da findest du 5 neue Werkzeuge für meteorologische Manipulation, die gebaut werden müssen, wollen, tun. Okay, was lernen wir? Eine neue Anleitung, also eigentlich 5 neue Anleitungen dann, oder? Die Sonnenkarte, eine kuriose Karte mit der Kraft, das Wetter zu verändern, kann auf manchen Inseln nicht benutzt werden. Dann die Wolkenkarte, die Regenkarte, die Schneekarte und die Gewitterkarte. Cool. So, dann weiß ich jetzt schon, dass überall die Sonne scheinen wird. Auf jeden Fall. Wow. An die Dinger hätte ich jetzt gar nicht mehr, also da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Ganz ehrlich. Und Hämmerling, du kannst dir sicher sein, hier wird auch noch gebaut. Viel gebaut. Yo. So. Aber ich wollte, jetzt muss ich mal kurz auf meine Watch gucken. Ja, es ist halt jetzt doch schon... Giftkarte. Wir gehen in die grünen Gärten. Denn wir haben hier auf jeden Fall noch Platz für ein Gebäude. Das würde ich nämlich so lassen. Das können wir noch ein bisschen schräg machen, das Ganze. So, dann gehe ich mal auf meinen, nicht Meißel, sondern auf meinen Austauscher. So, dass wir hier mal noch ein paar, naja, sehr viel geht nicht mehr, aber noch ein paar Grünflächen herzaubern. Wie gesagt, ich weiß eh nicht genau, bis wohin die Grenze geht. 19 habe ich noch. Es muss natürlich jetzt genau der eine Fleck da hin. So, die Noten sind halt immer ganz links, ne? Warte mal, ich habe ja sonst keine Noten einstecken, also tue ich die in meine Tasche, dann habe ich das schon mal... Die müssten ganz vorne oder ganz hinten sein, da sind sie ja. Genau, die lasse ich auch als neu gekennzeichnet. So, was mache ich jetzt hier für einen Raum? Ihr werdet es sehen, aber das wahrscheinlich erst beim nächsten Mal. Ich fange jetzt einmal den Boden an. Und sehe gerade, dass ich nicht den richtigen Stein einstecken habe. Ich bin auch mal gespannt. Moment, da gehen wir erst einmal drauf. Ah, das sind auch die neuen Noten, jawohl. So, und blockmäßig. Ich brauche einen blauen Block. Notfalls färbe ich die Südseeblöcke in blau. Ich finde die so cool irgendwie. Also von der Struktur her gefallen mir die echt super gut und wieder mal auf die falsche Taste gedrückt. Ich mache jetzt davon mal... Okay, das... Naja doch, machen wir 1000, das ist scheißegal. Machen wir 1000, das kostet nur Grasfasern. Und der Raum soll nicht allzu groß werden, deswegen mache ich jetzt mal... Wie viel färbe ich denn davon? In blau färbe ich die. Und zwar, wie groß machen wir denn den Raum? 80?
Ja, komm, mach mal 100. Mach mal 100 groß. Soll für die Wände, das muss ich mir noch überlegen. So, und warum habe ich jetzt den Südseeblock in der Tasche? Habe ich da noch blaue gehabt? Anscheinend, ne? Wenn das so... Ja. Zwei blaue hatte ich noch. Alles klar. So. Und zwar... Na gut, da kriege ich ja wieder ein bisschen Gras zurück. Ich mache den... Ja, wir brauchen ja nicht so viel Abstand, ne? Andererseits, wir haben ja auch Platz. Da noch ein bisschen rüber. Wir können da gerne... Ja, ich bleib da. So. 25, 50. Wir machen den einfach nur quadratisch praktisch gut. Kann ich das mit dem Erbauerglas... Oh ja, ich kann das mit dem Erbauerglas auch machen. Dann warte mal, dann mache ich das. Dann mache ich hier den Eingang hin. Jo, cool. Den hat es automatisch gedreht, passt. Dann machen wir da den Eingang hin. Also da kommt die Tür hin. Zu diesem Raum. So, die Wände muss ich jetzt echt noch überlegen. Aber ich glaube, da mache ich auch diesen Block. Ich finde einfach dann in der Ecke ist der Block dann okay. Den mache ich in... Welcher Farbe mache ich denn den? Den würde ich nämlich schon auch gerne umfärben. Ich weiß nicht, ob grün das nicht ein wenig zu heftig ist. Schwarz habe ich keine. Und weiß möchte ich es auch nicht machen. Denkt ihr, rot wäre zu arg? Aber das Grün schaut eher türkis aus, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich mache jetzt da mal 20 Stück. Einfach mal, um zu gucken, wie es dann in... real ausschaut, weil ich finde, dass das Bild manchmal ein wenig verzerrt. Jo. Ja, es ist minimal anders, aber ich denke auch, dass das okay ist. Ja. Ich denke, das ist okay. Der Unterschied ist wirklich minimal zum Boden. Aber ich finde, das ist in Ordnung. So, gleich nochmal hin. Bevor ich es dann fürs nächste Mal vergesse, ne? Ja. Ich mache jetzt da einfach mal... wie viel werde ich denn brauchen? Ich mache einfach mal 200. 200 Stück. Und dann werden wir zum nächsten Mal hier weiterbauen. Und zwar auch einen... ganz bestimmten Raum. So, jetzt habe ich trotzdem noch Bock, schnell den Rahmen rumzuziehen. Ich kann immer nicht aufhören, wenn ich am Bauen bin. Und es wird eh schon wieder dunkel. Komm, mach die Wand schnell hin. Ich sagen, lasst euch überraschen fürs nächste Mal, was wir denn dafür in den Raum bauen. Auf jeden Fall wird es wieder einer sein von denen, die wir noch nicht haben und die wir freischalten werden. So, ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst Kommentare da und schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder mit rein. Insofern, macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.